Na toll. Oh, ein Berserker. Ein toter Berserker und ein Goblin. Und ein toter Goblin. Ich mache auch viel mehr Schaden mit der Druidin, als ich jemals mit dem Krieger anrichten könnte. Das Einzige, was diesen Schaden noch übertrifft, ist der Bogen von der Jägerin, wenn ich mit allen möglichen Pfeilen treffen würde. Aber so ist das ja... Oh. Oh, hi. Hallo Gold. Da komme ich so nicht rüber. Nein, nein, oh mein Gott. Nein, nein, oh. Leute, da war eine Kante. Boah, fuck. Das war knapp. Und ich habe da drüben 5 Goldmünzen vergessen. Ich glaube, ich muss nochmal zurück. Die Zeit nehme ich mir heute. Geteilte Stadt. Also dafür, dass hier ein Riss durchgeht, hätten sie nicht einfach einmal kurz eine Brücke drüber bauen können? Guckt euch das an. Der Riss ist doch putzig. Den habe ich mir größer vorgestellt. Ich meine, meine Druidin kann da sicherlich irgendwie kurz ein Bäumchen drüber schmeißen oder sowas. Und schon haben wir eine Brücke. Darauf kommen die Einwohner hier nicht. Was seid ihr denn für Flaschen? Noch 55 Goldmünzen. Das ist gar nicht mal so viel. Dieser grüne Edelstein gerade eben muss eine Menge wert gewesen sein. 100 Stück oder so. Da kam ich her. Moment, komme ich da vielleicht hoch? Da ist einer rausgesprungen. Ja, das sieht so aus. Wartet. Yep. 1 und 2 und 3. Wenigstens ein Heiltrank ist hier drin. Das ist schon mal nice. Heiltränke kann ich gar nicht genug haben. Ne, sonst ist ja nix. Uiuiuiui, das ist so riesig hier. Wo gehe ich hin? Wo ist die Zeit, die ich haben soll? Bam, 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 bam. Ich bin Toxika, ihr könnt mir gar nichts. Haha. Und da passiert irgendwas. Diese komischen... Warum hängen die eigentlich diese Totenkopfschilder auf? Soll das für die... für meine Feinde so eine Art Hinweis sein? Leute, passt auf! Hier ist eine Falle für den Helden platziert, der hier möglicherweise langlaufen könnte. Vorsicht, Vorsicht! Vor allem, was... Komme ich da nicht... Da komme ich nicht rüber. Was soll denn das sein? Moment, ist das ein Gegner? Nö, anscheinend nicht. Oder zumindest wird es direkt wieder zurückgeschossen. Da oben kannte ich auch nicht lang. Die Kante ist zu hoch. Und hier scheint auch nichts zu sein. Na gut, dann war es wohl nur für die 5 Goldmünzen. Oh, guck mal da oben. Hör auf, auszuweichen. Wie der Gummibärchen spielt. Komm runter. Los. Ich hab dich gesehen. Verstecken ist sinnlos. Da bist du. Na gut. Oh! Okay, du bist runtergekommen. Muss ich mich ja fast bei dir bedanken. Wie komme ich denn da hoch? Ich wette, dass da oben Gold ist. Irgendwie muss ich da hochkommen. Es muss noch einen zweiten Weg geben. Oder einen fünften eigentlich, so viel wie wir sind. Gott im Himmel, meine Fresse, ist das groß, ey. Hier, die Türen. Wow, okay, hier die... Nein, ich hab nicht genug Mana für eine Nova. Stirb endlich, du scheiß Assassine! Danke. Gift rockt. Wo geht's hier lang? Du hast es kaputt gemacht, jetzt müssen wir es bezahlen. Schäm dich. Ah, ich habe mich gar nicht gesehen, Kleiner. Schäm dich, mich so zu überraschen. Moment, der Goldkopf da hinten kommt mir bekannt vor. Das könnte der sein, den ich eben von der anderen Seite der Klippe gesehen habe. Liege ich da richtig? Ja. Bingo. Sehr schön. Hier geht's nach oben endlich mal. Wow. Also, falls das Ding irgendwie runterpurzeln sollte, dann hast du dir aber nicht sehr viel Mühe gegeben, Kleiner. Ja, ich kann dich trotzdem treffen, wenn ich will. Haha. Haha, gestorben. Komme ich hier hoch, wenn ich heftig genug auf die Leertaste hämmere? Nee, anscheinend nicht. Minno! Unfair. Das ist genau die Zone, wo ich hin wollte mit dem Gold. Ach, egal.
Man kann nicht alles haben. Ist hier oben irgendwas? Nee, an die Kante kann ich nicht langlaufen. Da ist das und hier geht's lang. Okay, hätte ich auch irgendwo anders hier reinlaufen können. Wow! So kann man die Dinger auch befördern, das ist auch eine Idee. War da noch ein zweiter? Kollege, du hast deinen Mann da runtergeschossen, das Ziel müssen wir noch üben. Haha. Einmal Gold und hier unten. Da geht's doch lang, oder? Oder sehe ich das komplett falsch? Nö, hier ist aber nichts. Na gut. Toll. Solche Sprünge hasse ich. Kann mich hier irgendwas überraschen? Was mich in den Tod stürzt oder so? Nö, anscheinend nicht. Na gut. Auf ins Verderben! Ach, geschafft. 30 Goldmünzen noch. Kommt raus, versteckt ihr euch. Ah, da hinten. Assassine. Ich kann mich auch verstecken. Einfach nur warten, dass das Gift seine Wirkung tut. Lalalala. Schon tot? Oh, du arme kleine Tuff-Tuff. Hat das böse Gift dich umgebracht? Oh. Ist hier irgendwas? Ja, ein Riegel, aber meine Druidin ist so blöd, den zu benutzen, natürlich. Hm. Frauen und schwere Gegenstände. Ich merk's, in dem Spiel hier gibt's wirklich keine Gnade für uns. Netter Versuch, aber da stehe ich nicht. Geschweige, dass ich da unten Gold sehe, also muss ich da runter. Heppa. Gold und Silber lieb ich sehr, will es mir besorgen, denke nicht an morgen. Ach ja, genau, was ich auch noch sagen wollte, ich am Anfang mal der Aufnahme sagen sollen. Tut mir leid, dass ich das mit der einen Discord-Aufnahme jetzt verzögert, habe ich ja auf meinem Kanal geschrieben. Ich fand die letzte Aufnahme, die ich gemacht habe, war nicht so prickelnd. Einfach, weil ich jetzt nochmal nachgeforscht habe, noch ein bisschen mehr über Discworld nachgeforscht habe. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass die nächsten drei Orte, die wir besuchen werden, ebenfalls in meiner Wikipedia-Quelle erklärt werden. Was bedeutet, dass ich, ja, Informationen ausgelassen habe, komplett, die euch hätten interessieren können. Und so einen Müll werde ich nicht produzieren, das verbietet mir mein Ehrgeiz. Also werde ich das nachholen. Moment, da ist ein Type. Ich guck mal, seht ihr den Schatten da hinten? Den seht ihr doch, oder? Da an der Tür. Ich wette, da kommt gleich einer durch die Tür raus. Dich hab ich gesehen, Kollege. Hab dich gesehen, vergiss es, das klappt nicht. Geht's da runter? Ist da ein Loch? Nö, ist nur schwarz. Ihr müsst mir allerdings auch ein bisschen Zeit diesmal mehr einräumen, weil ich den Quatsch erst übersetzen muss, den ich da gefunden habe. Und ich mir anscheinend auch zumindest ansatzweise eine Halsentzündung eingefangen habe durch das Räumen, was wir letztens gemacht haben draußen im Garten. Deswegen... So geht's auch. Deswegen bin ich gerade ein wenig in der Schonzeit, nennen wir es mal so. Ey! Der wirft mir hier mit Bomben. Ach, ihr wart das. Na, kommt her. Kommt, kommt. Ich hab was für Bombenwerfer. Nennt sich Giftpfeile. Ist das schon das Ende? So, dann fehlen mir 20 Goldmünzen. Wo sind die denn jetzt? Also zurück komme ich schon mal ganz schlecht. Oder kann ich hier rüber hüpfen? Ne, da haben wir jetzt eine unsichtbare Wand hin platziert. Toll. Okay, also vorwärts, Marsch. Moment, wo ist diesen? Entschuldigt. Aber die Mission ist geschafft. Fehlen nur 20 Goldmünzen und wir haben sogar noch 250 Goldmünzen extra gefunden. Hey, nicht übel. Es wurde eine neue Mission freigeschaltet und zwar in den Outlands. Und... Okay, okay. Ich vergesse gerade eine Menge Sachen. Ich bin wohl wirklich im Stress. Aber... Erinnert ihr euch, dass ich beim letzten Mal gesagt habe, dass wir die Druiden
in der Mission nicht angetroffen haben. Erinnert ihr euch daran? Wisst ihr, wo sie war? Guckt mal dahin, was ich jetzt gerade einfüge für euch. Ja, die hing an dem Tempel am Kreuz, wo ich mehrfach dran vorbeigelaufen bin. Und ich, Idiot, hab's in der Aufnahme nicht runtergeholt. Als ich die Mission nachgespielt habe, um das Gold einzusacken, was ich vergessen habe, habe ich sie gesehen. Ja. Und obwohl wir sie nicht befreit haben, ist sie uns gejoint. Und ich wette, das ist ja auch gerade der Fall, weil dieser Halbling da sieht diesem gestorbenen Typen, wo der eine Ork aus der Wand rausgesprungen ist mit der Kiste, sehr ähnlich, findet ihr nicht? Wo ich gesagt habe, das ist meine Freundin. Ja, sieht dem sehr, sehr, sehr ähnlich.